Moin Leute, heute mal keine AR-15, sondern eine ARK von ICS, geupdatet von Begadi. Los geht's! Ein Danke raus an Begadi für das Bereitstellen der Waffe, das Ding hat richtig viel Spaß gemacht. Der Lieferumfang. So, jetzt habt ihr bei Begadi bestellt und kriegt diesen riesengroßen Karton von ICS. Machen wir den gleich mal auf, halten wir uns nicht lange hier an dem Ding auf. Dabei ist in der Schussstatistik wie üblich. Dann ist hier so ein kleiner Katalog, wo alles dabei ist, was es von ICS so gibt. Dann statt den Instructions gibt es nur so ein kleines, so eine kleine Karte mit dem QR-Code, wo man das quasi einfach einscannt und dann hat man das Ganze da. Und richtig geil. Wenn sowas richtig geil ist, liken, Abo da lassen. Entlehnen ARK-Patch in Oliv. Weil der so geil ist, haue ich mir den jetzt gleich hier drauf. So, weg damit. Ran damit. Dann habt ihr hier so ein komisches Stück Müll. Dann die ARK selbst mit so einem kleinen Schutzding, ICS-typisch. Ein Laufreinigungsstab, auch nicht schlecht. Das Magazin, 30-50 Schuss. Ein kleines Korntool zum Einstellen, kommt auch später dazu. Ein kleiner Imbus fürs Magazin, um das einzustellen. Ein paar Sicherungen, die wahrscheinlich keinen Sinn mehr haben, weil Begadi sicherlich die Sicherung rausgeflackt hat. Ja, so ein ICS-Ding, was hier mit an der Waffe dran hing. Und das war's mit dem Lieferumfang. Hey Leute, denkt dran, am Ende kommt noch das Gewinnspiel und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Ersteindruck und Verarbeitung. So, jetzt habt ihr gesehen, was dabei ist. Die Waffe backt er jetzt natürlich aus. Also ich mache das meistens, bevor ich gucke, was sonst noch dabei ist. Erstmal die Knifte raus, anpacken. Und das allererste, was auffällt, das Ding ist einfach nur sackschwer. Es ist einfach nur sackschwer. Also übelst das schwere Teil. Und wirkt dadurch auch extrem hochwertig, extrem robust, lässt sich nie verwinden irgendwo. Das ist einfach, als wäre es alles aus einem Stück. Ein was Negatives ist mir sofort aufgefallen, und zwar dieses Teil hier wackelt. Also das ist mir instant aufgefallen, als ich das rausgenommen habe. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Okay, ist halt so, aber sonst einfach super. Der Body ist aus Stahl gefertigt, dann sind einige Teile aus Zinkdruckguss hier vorne. Der Mündungsfeuerdämpfer ist auch wieder aus Stahl. Der Kunststoff, der ist extrem hochwertig. Also es gibt ja andere faserverstärkte Kunststoffe, aber der ist noch besser. Er ist einfach richtig, richtig geil. Der lässt sich nur ganz, ganz minimal hier zusammendrücken. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt hier mit dem Auto drüber fahren würde, das würde es wahrscheinlich einfach aushalten. Aber das sind wir von ICS ja auch gewohnt, dass die Verarbeitung gerade außenrum einfach top ist. Fangen wir wie gewohnt vorne an. Der Mündungsfeuerdämpfer ist aus Stahl. Der ist aufgeschraubt über ein Counterclockwise-Gewinde 14 mm und ist hier mit diesem kleinen Stift und hier unten mit einer Madenschraube gesichert. Hier könnt ihr abschrauben, Schallis dran machen, Träser dran machen. Kommen wir zur Gasabnahme und dem Kornträger. Das Teil ist aus Zinkdruckguss gefertigt, ist aber trotzdem sehr, sehr hochwertig. Hier so ein bisschen. Ja, so ein bisschen stylisch gemacht, hat jetzt keinen richtigen Sinn. Das Korn kann man über das mitgelieferte Tool einstellen. Das passt hier ein bisschen sehr schwer rein, das Ganze. So, dann muss man diesen kleinen Knopf hier eindrücken und dann kann man das quasi hoch und runter schrauben, das Ganze. So lange, bis der Knopf wieder rauskommt und fertig ist es. Wird man wahrscheinlich sowieso nie einstellen, weil man hinten einen Retter drauf knallt. Ist ja eigentlich ganz üblich. Dieser vordere Block, was hier quasi das Gasgestänge wahrscheinlich ist und diese obere Kappe hier, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, das wackelt leider. Also das ist wirklich sehr, sehr nervig. Dadurch sind natürlich hier oben die M-Lock-Positionen wahrscheinlich auch einfach sinnlos, weil den Red Dot braucht man sich hier auf so ein arg wackelndes Teil nie drauf knallen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Feder, hier vorne ist so eine kleine Feder drin, wenn man diese Feder einfach stärker macht und vielleicht hier unter diesem Hebel vielleicht noch irgendwas drunter klemmt,
dass man dann vielleicht das Wackeln ein bisschen wegkriegt. Weil ja, das sind eigentlich die Teile, wo es halt nicht so richtig passt hier, das Ganze. Der untere Griff ist super gearbeitet. Hier wackelt auch nichts, der ist einfach super fest dran. Hier unten ist eine Picatinny-Schiene dran für ja, Lampen oder sowas. Ausgegossen natürlich in Deutschland. Oder ein Frontgriff, wenn man richtig weit vorne greifen will. An der Seite hat man M-Lock-Position dran. Hier nochmal durch das kleine M gezeigt hier. Ja, auch für Lampendummies oder irgendwas, damit das Ganze noch ein bisschen geiler aussieht. Dann hat man hier diesen Block. Das ist wahrscheinlich der Gasblock, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es heißt. Der ist aus Zinkdruckguss gefertigt. Hier ist halt eben dieser Hebel, um das Ganze hier auseinanderzubauen und das Scharnier für die obere Staubschutzklappe. Kommen wir weiter zum Ladehebel. Der läuft schön sauber hier drinnen. Drunter ist natürlich das Hop-Up, wie es üblich ist. Und in Verbindung mit dem Feuerwehrhebel kann man das Ganze hier locken. Und kann dann sozusagen seinen Hop-Up einstellen. So hundertprozentig funktioniert das Ganze natürlich nicht, weil ich stelle meinen Hop-Up ein. Um dann zu schießen, muss ich halt quasi das Ganze wieder lösen, weil ja sonst kein Schuss bricht. Okay, ist halt so, ist natürlich beim AR-15 einfacher gemacht mit dem Bolt Catch. Muss halt wieder aufschieben, wieder hoch. Das ist natürlich nie so perfekt wie beim AR-15. Hier oben haben wir die Kimme. Ja, kann man sich eigentlich sparen, weil durch die Picatinny-Schiene hier macht man sich natürlich sowieso einfach Retter drauf. Sieht auch mit Sicherheit viel, viel geiler aus, wenn ein schönes, fettes Retter drauf kommt auf das Ganze. Die Staubschutzklappe ist aus Metall, lässt sich hier hinten über diesen kleinen Nupsi hier öffnen. Hier hat man jetzt eben den Fake-Verschluss und alles. Ist jetzt für uns eher unwichtig, weil wir ja eh die Waffen nicht auseinanderbauen. Deswegen machen wir das Ganze wieder zu. Kommen wir nochmal zum Feuerwehrhebel. Der geht sehr, sehr schwer, hat hier diese zwei Nasen, dass man den quasi auch mit dem Zeigefinger einstellen kann. Aber das geht wirklich verdammt schwer. Also ich nehme jetzt einfach mal an, wenn man die jetzt eine Weile spielt, geht das dann alles ein bisschen weicher. Aber das ist schon mächtig schwer. Also so ist schon einfacher. Rastet jetzt nicht so richtig sauber ein. Also man überdrückt das ganz schnell mal, aber ich kann mir jetzt nie vorstellen, dass das jetzt unbedingt beim Spielen das große Problem ist. Man hat es einfach unten und gut ist. Oder eben ganz oben, um das Ganze zu sichern. Und wie man hier natürlich sieht, diese Kugel, die hier drinnen verbaut ist und in diese Rillen reinrutscht, die kratzt natürlich ganz schön arg hier am Lack. Ich weiß nicht, also es ist ja eigentlich bei so gut wie jedem AK-Modell so. Deswegen würde ich es jetzt nie unbedingt negativ aufnehmen. Ist halt so. Mein Gott, man spielt das Ding ja oben, man hängt es sich ja nicht an die Wand. Und wenn man es an die Wand hängt, muss man nicht ständig diesen Hebel betätigen. Kommen wir weiter zum Magazin-Auswurfhebel. Das Magazin, das geht ganz sauber rein, wackelt nicht, ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich denke aber nicht, dass das problematisch ist und kommt über den Hebel auch ganz einfach wieder raus. Zum Magazin kommen wir später nochmal. Der Pistolengriff ist sehr gut griffig durch diese Strukturierung hier und ist aus dem gleichen hochwertigen Kunststoff wie die ganzen anderen Kunststoffteile. Dann haben wir einen Trigger, aber dazu kommen wir ja später nochmal. Auf der anderen Seite haben wir hier noch eine Aufnahme für einen One-Point. Die ist aus Stahl und leider so ziemlich die einzige Möglichkeit, hier in Gurt zu befestigen. Warum, zeige ich euch gleich. So, als allerletztes haben wir noch die Schulterstütze. Und die ist quasi einfach nur eine recycelte Schulterstütze von der CXP Ape. Ihr könnt die in 6 Positionen in der Länge einstellen. Habt dann hier ein kleines Sichtfenster, um zu sehen, in welcher Position ihr seid. Und in 5 Positionen in der Höhe. Habt dann hier auch ein bisschen angezeichnet. Aber es ist leider nicht so gut, wie es aussieht. Das Ganze hält in die und in die Richtung richtig top, in die andere Richtung nicht. Das geht einfach fast ohne Widerstand einfach nach oben, das Ganze. Also wenn ihr quasi das Teil am One-Point-Sling hängen habt und einen Plattenträger anhabt, dann wird das wahrscheinlich einfach nur ständig hoch und runter gehen hier. Also richtig, richtig nervig.
Und der hier lässt sich auch einfach so ausschieben, fast ohne Widerstand. Wodurch natürlich diese Slingaufnahme, wie ich ja vorhin gerade eben gesagt habe, einfach nur total nutzlos und sinnlos wird. Weil was willst du hier für einen Sling einhängen, wenn das Ding so locker drinne hängt? Der Schaft lässt sich auch einklappen, indem man einfach diesen Knopf hier reindrückt und das Ganze einfach rumklappt. Leider gibt es hier keine Position, wo das richtig arretiert wird, das Ganze, sondern der ganze Schaft wird quasi nur hier über eine Feder, die hier oben drin sitzt, quasi so ein bisschen gehalten. Ist aber nicht sonderlich viel Druck drauf, deswegen kann der auch ein bisschen rumwackeln. Ist aber zum Spielen sowieso so gut wie unmöglich, wenn der eingeklappt ist, weil man einfach nicht mehr so richtig zum Trigger hinkommt. Also man hat hier dann so wenig Platz, selbst wenn man das jetzt ausschiebt hier, finde ich, ist der Platz hier einfach nicht so richtig, ja, es langt einfach nicht, finde ich. Und ich habe sehr, 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 sehr schmale Finger. Ja, ist wahrscheinlich einfach nur für den Transport gedacht. Deswegen hält ein bisschen, aber nicht so richtig. Klappt man wieder zusammen. Zum Schluss haben wir noch eine gummierte Schaftkappe. Die ist schön weich. Ja, was will man mehr? So, das habe ich total vergessen. Ich habe noch eine Idee, wie man die Problematik mit dem Schaft eventuell beheben kann. Ich kann das jetzt leider nicht ausprobieren, aber ich kann euch ja mal meine Idee erzählen. Also nach vorne geht es natürlich, hält es ja fest, weil die ganze Kante ja gerade ist. Und hier ist es ein bisschen abgeschrägt, damit das halt schön nach hinten rutscht, das Ganze, ohne dass man diesen Hebel betätigen muss. Wenn man jetzt vielleicht hier einfach mit einer Feile gerade runterfeilt, ein bisschen was wegfeilt sozusagen, damit quasi diese Nase hier, hoffentlich kann man die erkennen, diese Nase, die quasi ja in dieses Loch reinfährt, sozusagen mit hängen bleibt und nicht einfach über die Schräge drüber fährt, dann könnte man das Problem einfach ja, schlichtweg behoben haben. Wenn die Nase halt einfach richtig ordentlich reinrastet, dann könnte es natürlich sein, dass der Stock ein bisschen hin und her wackelt, weil ja ein bisschen mehr Platz dann in diesen Löchern ist. Aber ich denke, dass es dann einfach nicht mehr von alleine nach hinten fährt. Falls das schon mal einer von euch ausprobiert hat, haut das einfach mal in die Kommentare rein, weil wir bringen die Waffe wieder zurück zu Begadi. Wir können jetzt hier nicht dran rumfeilen, nur weil uns das mal passt. So, die Markings. Hier haben wir CXP ARK und das FM5-Eck und Begadi stehen. Dann diesen CXP-Engel. Hier oben ist wahrscheinlich eine Seriennummer, nehme ich mal an, und irgendwas anderes, ein Pfeil, wofür auch immer der gut ist. Weiter geht's. Hier haben wir halt einfach das M-Lock M. Das ist an jeder Position, wo hier M-Lock verbaut ist. Dann haben wir den Pistolengriff. Hier steht einfach nur ICS Ergo Technology. Ja gut, der ist ein bisschen breit. Ob das jetzt für schmale Hände auch Ergo ist, wage ich zu bezweifeln. Mein Gott, irgendwas wollten sie wahrscheinlich draufschreiben. Ja, dann hier, wie vorhin schon mal angesprochen, sind halt die Rastpositionen nochmal. Gehen wir auf die Unterseite. Hier steht Airsoft Electric Gun. Dann, dass es das Ganze von ICS in Taiwan gefertigt wurde. Auf der Seite haben wir dann noch die Position Vollauto und Halbauto. Magazin und Kompatibilität. So, das Magazin ist aus Nylon, ist in diesem CXP-Design, wie das zum Beispiel bei meiner AR-15 auch ist. Sieht schön modern aus, passt einfach zu der modern aussehenden AK dazu. Hier vorne ist Metall quasi, um die vorne schön einrasten zu lassen. Hier hat man diese kleine Nase für den Magazinhebel. Die ist ein bisschen schmaler als bei vielen anderen Magazinen. Deswegen ist die Kompatibilität hier ein bisschen schwierig. Aber Begadi hat da eine Liste bei der ARK mit dazu geschrieben, was passt und was man ein bisschen nachbearbeiten muss, damit es passt. Dieses Magazin hier hat einen langen Follower, damit keine Kugeln irgendwie runterfallen, sondern es bis zur letzten Kugel gefeedet wird. Und das ist auf alle Fälle ganz gut, denn hier passen maximal 50 Kugeln rein. Das Ganze ist umschaltbar, hier über den Imbus, der mitgeliefert wird, dann hält man einfach hier rein und dann dreht man quasi von 30 auf 50 Schuss. Aber leider ist dieses Magazin, wenn man es bekommt, total ölversifft.
Also wir haben das bekommen und das Ding war total ölversifft. Und wenn natürlich dann diese total öligen Kugeln aufs Hop-Up kommen, dann wird natürlich die Schussleistung einfach scheiße. Bedeutet, die zwei Stifte hier rausklopfen, dann das ganze Magazin auseinandernehmen, Feder raus und mal richtig sauber machen. Wir blenden euch dazu mal ein paar Bilder ein, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze aussah, als wir es bekommen haben und wie es danach ausgesehen hat, als wir es dann wieder zusammengebaut haben nach der Reinigung. Die Problematik, die sich dann aber dargestellt hat, ist, das Öl hatte schon seinen Zweck. Ich habe diese Feder nur noch mit Mühe und Not reinbekommen, weil dieser Follower einfach hier unten nicht mal um die Kurve will. Wenn das Öl fehlt, will dieser Follower nicht mehr um die Kurve. Und deswegen bekommen wir in dieses Magazin jetzt, wo das Öl raus ist, höchstens 35 Schuss rein. Weil du drückst halt wie so ein Verrückter hier mit dem Speedloader rein und es will einfach nie um die Kurve. Das ist einfach nur schlecht. Also ich muss sagen, für eine Waffe, die einfach mal 600 € kostet, finde ich das schon mächtig schlecht. Vielleicht kann man sich einfach einen kürzeren Follower reinmachen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den abschneidet, wird es wahrscheinlich Probleme geben, kann ich mir vorstellen. Wenn man sich einfach einen kürzeren Follower reinmacht, wird es wahrscheinlich gehen. Dann fliegen natürlich die Kugeln raus, wenn man das Magazin rausnimmt. Ist halt so. Genau, oder man kauft sich einfach ein anderes Magazin. Da passen dann vielleicht 120 Schuss rein, 150 Schuss. Das lässt sich sowieso viel, viel besser spielen. Denn ich habe von diesem Magazin keine online gefunden, also zumindest in deutschen Shops nicht. Keine Ersatzmagazine irgendwie online gefunden. Das bedeutet, die muss man sich irgendwie, wenn dann aus Amerika holen oder so, da kosten die dann schlappe $27. Ist ja fast geschenkt für ein Magazin, was nicht so richtig perfekt funktioniert. Deswegen einfach bei Begadi mal in die Liste gucken und einfach was anderes bestellen. Oder nachbearbeiten. Im Schusstest wird er wahrscheinlich dann sehen, dass 0,32er extrem schlecht gefeedet werden. Deswegen haben wir dann quasi ab dem Gewicht dann abgebrochen und sind dann bei 0,30ern geblieben. Vielleicht ist die Feder zu schwach, vielleicht liegt es auch wieder am fehlenden Öl, das wissen wir jetzt nicht ganz genau. Aber 0,32er werden einfach ganz, ganz schlecht reingefeedet. By the way, falls irgendjemand von euch weiß, wo man in einem deutschen Shop diese Magazine herkriegt, dann haut es einfach mal unten in die Kommis rein. Akku und Ansprechverhalten. So, zum Akku einlegen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist einfach nur Stock so weit hinterziehen, wie es geht. Dann dieses kleine Blech runterdrücken und den Stock abziehen. Danach den Akku. Wir haben jetzt hier einen Amex mit 1200 mA und 3 Zellen. Der passt hier auch perfekt hinten rein. Den dann einfach hier reinschieben. Anstecken. Dann eine Sekunde warten, bis das Core kurz vibriert hat. So muss die Kabellage durch. So, wieder zu. Jetzt habt ihr natürlich das Problem, dass die ganze Kabellage hier hinten drin ist. Deswegen könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr ganz vormachen, weil ihr sonst einfach die Kabel ein bisschen knickt. So, da zeige ich euch jetzt gleich mal die zweite Variante. Dazu nehmt ihr einfach diese Gummikappe hier hinten ab und kommt dann hier quasi hinten ran. Das geht jetzt mit diesem Akku so schlecht, dass ich euch die zweite Variante mit dem anderen zeigen muss. So, das Ganze machen wir nochmal ab. So, da stecke ich das Ganze nochmal schnell zusammen. Kabel hier durch. Jetzt fummeln wir uns das Kabel mal hier hinten raus. Machen hier, das ist so ein typischer AK-Akku, ganz schön langes Teil. Den können wir jetzt hier reinlegen, weiter geht er auch nicht. Also hier ist genau das gleiche, den Stock kann man dann nicht komplett einschieben. Anstecken das Ganze, kurz warten. So, jetzt kann man hier die Kabel hier so ein bisschen nach unten hier verstauen. Und dann einfach die Gummikappe wieder drauf machen. Achso, hier hängt jetzt hier der Balancer so ein bisschen scheiße. So, fertig ist es. Natürlich, die Problematik, hier ist jetzt nicht mehr viel Platz, also eigentlich gar keiner mehr. Ist jetzt Stufe 4 quasi mit dem langen Akku, der sich ja bis hier irgendwo hinzieht, ist natürlich jetzt die kleinste, die es gibt. Nach draußen geht noch, nach drinnen nicht mehr.
So, jetzt ist der Akku drinne. Machen wir gleich mal das Ansprechverhalten. Die Waffe spricht natürlich durch das Core extrem gut an. Also hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist einfach super. So, wir machen mal ein Magazin rein. Da wird das Ganze dann ein bisschen dumpfer. Aber es kreischt schon ein bisschen. Aber es ist halt ICS-typisch. Ist halt einfach so. So, war das abgehakt. Kommen wir zum Schusstest. Also 0,28 Gramm fallen bei 63, 64 Meter vor dem Ziel runter. Wir werden jetzt 0,30 probieren. Schusstest, Reichweitentest haben wir abgehakt. Ihr habt ja gesehen, das Ding ist einfach nur krass. Also, was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist einfach nur krass. Das schießt einfach so weit. Ihr habt ja gesehen in den Aufnahmen, es war ein bisschen windig bei uns. Aber trotzdem, die Reichweite einfach nur krass. Also hier muss man nicht mehr unbedingt tunen. Kann man natürlich, muss man nicht. So, kommen wir wieder zum leidigen Thema des Spieltagsfazits. Ihr wisst ja, wie es ist. Corona hält uns alle noch im Griff sozusagen. Wenn alles gut läuft, können wir die nächsten Spiele, also die nächsten Waffen quasi mit aufs Spielfeld nehmen. Dann wird das quasi alles richtig. Aber ich kann euch heute einfach nur wieder das sagen, was ich sonst sage. Wir können einfach nicht spielen gehen. Es ist halt leider einfach so. Ich würde es einfach mal vermuten, das Ding ist sackschwer. Man möchte schon ein bisschen Arme haben, am besten ein bisschen mehr als ich. Weil man, wenn man den ganzen Tag damit rumrennt, man merkt das auf alle Fälle. Und, aber durch die Reichweite und alles, durch die Reichweite, die Präzision, das Ding ist extrem gut spielbar, Stock, wie es halt ist. Das Einzige, was am Spieltag richtig, richtig nervig werden kann, ist halt der Stock. Aber den könnt ihr ja höchstwahrscheinlich fixen. Und die Magazine. Also, ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja alles schon gesehen. Es ist halt, wie es ist. Am besten irgendwas anderes kaufen mit 120 Schuss, dann den Plattenträger vollhauen und dann geht es halt einfach los mit dem Teil. Fazit. Positiv ist die Schussleistung, das Hop-Up, die Verarbeitung, die Materialien, die Internals, das Tuning, also das Core quasi und der Tiny-Motor und dass das Ding extrem viele Anbaumöglichkeiten hat.
Neutral ist das Federschnellwechselsystem, weil das leider nicht irgendwie von draußen oder so machbar ist, sondern man muss eben die Gearbox rausnehmen. Und der Preis. Das Teil ist extrem hochpreisig, aber dafür out of the box gut spielbar. Negativ sind die Rastpositionen vom Schaft, die obere Abdeckung wackelt und klappert extrem hin und her und die Magazine. Es sind sehr wenig Schuss drin, das ganze Ding ist total verölt, der Ersatz ist schwer zu bekommen und die Kompatibilität ist auch nicht so super. So, was gibt es abschließend zur ARK zu sagen? Das Teil ist einfach geil. Ihr kriegt für knapp 600 Euro ein super geiles Schießeisen. Absolut genial. Klar, ein, zwei Sachen sind nicht so richtig toll. Das Magazin und der Stock kann man eventuell fixen. Magazine kauft man sich halt andere. Okay, die Waffe kostet halt trotzdem 600 Euro, muss dann nochmal extra Geld ausgeben. Ist halt so, Pech gehabt. Für richtige AK-Enthusiasten ist er wahrscheinlich sowieso nichts. Die werden wahrscheinlich sagen, geh weg mit diesem hässlichen Ding, ich will hier Holz und sowas haben. Kann ich auch verstehen, kann ich voll nachvollziehen. Aber gerade für Leute, die eigentlich AR-15-Spieler sind und sich einfach denken, ich will mal was anderes haben, ich glaube, für die ist es perfekt. Weil die sieht halt, ich finde sie als AR-15-Spieler, ich finde sie halt super geil. Ich finde die einfach hübsch. Übel schwer, übelst groß, deswegen würde ich sie mir jetzt persönlich nie unbedingt holen. Ist mir einfach ein bisschen zu lang. Da ist mir halt, also ich habe ja selber eine ICS CXP UK1, die ist mir einfach, die ist ein bisschen leaner, ein bisschen leichter, finde ich persönlich schöner. Das Ding ist schon ein ganz schöner Klotz. Ja, also wie gesagt, einfach geiles Teil. So, jetzt sind wir mit dem Teil durch, deswegen geht es jetzt weiter mit dem Gewinnspiel. Im heutigen Gewinnspiel haben wir das Begadi Basic Universalholster in groß. So sieht das gute Stück aus. Mit Gürtelclip. Welche Waffen hier reinpassen, steht bei Begadi auf der Seite. Wie könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen? Schreibt uns einfach eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de und schreibt bitte rein, für welche Waffe ihr das Holster verwenden würdet. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und ihr müsst eine deutsche Adresse besitzen. Das Gewinnspiel endet am, das blenden wir euch jetzt unten ein, und der Gewinner wird per Zufall ermittelt. Der Gewinner wird übrigens per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ciao. Ciao. Fangen wir wie geformt an. Alter Fritsch, Herrgott nochmal. So, jetzt geht's auf meinem OnlyFans-Kanal weiter. Der kostet nur 30 Euro im Monat, aber der Content ist richtig, richtig geil. Also es liegt auch ein bisschen nur an meiner großen Lanze. Achso. Genau, einfach nur swipe up und wir treffen uns dort. Muss ich noch Soja machen? Ich weiß es nicht. Dürfen wir Werbung für OnlyFans machen auf YouTube? Für einen Kanal, den es nicht gibt? Ich hab dir gerade gesagt, ich hab nur noch Currywurst. Dann nehme ich immer Pommes. Dann nehme ich immer Pommes. Ich rast aus. Bist du dämlich oder was? Ich nehm Döner. Ich hab nur noch Currywurst. Ich nehm Döner. Dann musst du zur Amme drüber gehen. Ich hab nur Currywurst. Na, dann nehme ich Pommes. Ich glaub, ich breche ab. Bist du aus Sachsen oder was, du Vollidiot? Ey, wo kommst denn du her? Na, ich bin Berliner, das hörst du ja wohl. Sicher. Ey, wenn das ein richtiger Berliner hört, was ich hier als Berliner schnauze, die reißen mir die Eier ab.